Moin Leute, mein Name ist Rasmus und ich fasse für euch die aktuellen News rund um Energie, Energiepreise und alles, was für euch als Kunden der Stadtwerke Flensburg sonst noch relevant ist, zusammen. Heute, was passiert mit meinen monatlichen Abschlägen? Die Wärmepreise waren ja in den letzten Jahren ein heißes Thema und die Frage war oft, was das für die Abschlagshöhe bedeutet. Also den monatlichen Betrag, der immer vorausgezahlt wird, damit nicht am Ende eine große Rechnung kommt. Und was das jetzt ganz konkret auf eurem Konto bedeutet? Keine Sorge, ich erkläre es euch einfach und kurz. Also, die staatlichen Hilfen für die Energiepreise fallen weg. Die Preisbremse zum Ende 2023, die verbilligte Mehrwertsteuer wahrscheinlich Ende März. Das heißt, bei der Wärme wird es in den allermeisten Fällen teurer. Die Flensburger Fernwärmepreise für 2024 stehen fest. Für euren Rechnungsbetrag zählt aber der Preis über den gesamten Abrechnungszeitraum. Also ab 2024, dann ohne Preisbremse und ab spätestens April mit dem vollen Mehrwertsteuersatz. Es kann also sein, dass eine Nachzahlung auf euch zukommt. Denn die Abschläge bleiben erstmal gleich und werden erst mit der nächsten Verbrauchsrechnung neu berechnet. Wenn ihr eure Abschläge schon mal etwas hochsetzen wollt, geht es am einfachsten im Online-Kundenportal der Stadtwerke. Einfach auf der Website anmelden, Abschlag erhöhen und auf Nummer sicher gehen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schaut doch gerne mal auf unseren Webseiten. Da findet ihr auch ganz viele ausführliche Informationen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.